Okay, Bro, wir müssen kurz die Games für heute festlegen. Also, die 1 steht schon mal fest. Die 1 ist definitiv, ja. Ich möchte mit dir auf hohe See. Achso, ja, ach so, okay. Aber Schnick, Schnack, Schnuck, machen wir es. Schnick, Schnack, Schnuck. Opening, dann, Opening Fight. Nee, lass uns die Reihenfolge wieder randomisen. Ey, können wir aber trotzdem Schiffe versenken safe auf der 2 machen? Wir können auch selber festlegen, wenn du willst. Wir können den Rest randomisen, aber ich möchte Schiffe versenken als erstes oder als zweites Game. Okay, dann lass uns so die Reihenfolge. Dann machen wir dann, legen wir die Reihenfolge fest. Dann, du bist müde. Ja, sorry, okay. Ich hab ein paar nicht schlimm. Ja, dann lass es uns schon direkt festlegen. Wobei, eigentlich ist es egal, weil ich glaube, wir packen nur Sachen rein, die wir beide geil sind. Chen will, dass wir wieder kniffeln. Bro, ich hab's noch hier liegen. Wir müssen heute kniffeln, wieder Real-Life kniffeln. Aber erst später. Kniffeln muss irgendwann später sein. Das ist Late Game. Das wäre geil zum Abschluss, maybe. Beim ersten Matchpoint oder so. Ja, Schnick, Schnack, Schnuck. Wir schreiben erstmal alles auf, was wir machen wollen. Also. Alles, was du in deinem Kopf so hast, ja, Mann. Alright, ladies and gentlemen. Dann Basti, mach die Kamera an, verdammte Scheiße. Kamera! Wir spielen erstes Game. Schnick, Schnack, Schnuck. Yeah. Achso, warte, wir machen das YouTube-Intro noch. Nee, machen wir nicht. Aber wir, das Ding kommt eh nicht bei dir online. Hey, Ja, weil ich nicht gewinne. Wir spielen bis 7 Punkte. Die Games sind eingeblendet. Wer als erster 7 Punkte hat, gewinnt. Und wir spielen um 200 Subs. Das heißt, es sind 800 Euro. Das heißt, die 1600 Euro Olympiade. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Like da. Abonniert auch beide Kanäle, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr euch auch auf 2024 und den bevorstehenden Content zwischen Kevin und mir vor. Also wirklich so sehr freut, so wie wir es auch schon tun. Wir werden das Beste wieder machen. Wir haben uns so viele Sachen vorgenommen für das Jahr. Ja, okay, chill, wir fangen an. Holy shit, Digga, Bro macht halbe Vortrag noch. What the f***? Hä, was willst du von mir, hä, du kleiner... Ein kleiner Go. So, alright, Basti. Bis wie viel spielen wir denn? Bis 10? Yes. Da ziehe ich meine Ringe aus. Okay, ha? Jetzt wird's nämlich unehelich. Scheiß auf die Alte! Ja, okay, warte. Nee, das ist so, ich habe so, mir so einen Ring gekauft, damit track ich meinen Schlaf. So, einfach Ehering auf dem Mittelfinger. Stell mal vor. Komm mal rein, wer jetzt erst 10 Punkte hat. Knick, Knack, Boom! Stopp. Ich hatte die falsche Musik an. Knick, Knack, Boom! Okay, 1-0 für dich. Knick, Knack, Boom! Boom! Schienen, ja. Knick, Knack, Boom! Ah, du hast ein bisschen später gemacht. Na, Bro, was ist denn jetzt los? Was bist du geschummelt? Gut, 2-0, ja. Knick, Knack, Boom! Boom! Ah! Lil Bro hat Lebenspunkte verloren wieder. Knick, Knack, Boom! Boom! Knick, ja. Knack, Boom! Boom! Knick, Knack, Knick, Boom! 2-2, Mann, fuck, ich hab keine Lust mehr! Abbruch, ich bin raus, ganz ehrlich! Basti, komm, jetzt reiß dich mal zusammen, die Leute wollen das sehen! Basti, komm, bitte! Denkst du, mir macht das Spaß? Ein letztes Mal, musst du es nur noch schaffen, Basti, ein letztes Mal! Einen letzten Stream mit ihm dieses Jahr! Scheiße, jetzt hab ich mich gekleckert, alles nur wegen dir! Nein, ich kann dafür nichts! Knick, Knack, Boom! Was? Ich hab mich hingeguckt. Okay. Ja, du hast doch gewonnen. Ja, nee, 2-2. Nein, gefickt, Digga. Wie steht's? 2-2. 3-2 für mich. Ja. Alright, weiter geht's. Knick, Knack, Boom! Boom! 4-2. Easy. Knick, Knack, Boom! Boom! Knick, Knack, Boom! Boom! Scheiße, 4-3. Knick, Knack, Boom! Boom! 5-3 für mich, let's go. Knick, Knack, Boom! Boom! Knick, Knack, Boom! Boom! 6-3 für mich. Das war zu spät. Nein, what the f***, das war bei mir zeitgleich. Achso, okay. Also, du willst ein bisschen mit mir hier rumflaxen. So nicht. So haben wir nicht gewartet, Kollege. Knack, Boom! Ja, okay, 6-4. Ganz wichtiger Punkt. Knick, Knack, Boom! Boom! Oh, 6-5, mein Bester, ha? 6-5, ja, 6-5. Knick, Knack, Boom! Boom! Knick, Knack, Boom! Boom! Knick, Knack, Boom! Boom! Oh mein Gott, Ausgleich, Ausgleich! Oh mein Gott, das ist das Jahr! Das ist mein Jahr! Das Jahr ist fast vorbei, Arschloch. Ja, wegen dir, wegen deinem Downfall, ja? Knick, Knack, Boom! Was für ein Downfall? Knick! Nächstes Jahr habe ich wieder Downfall, ja? Knick, ja, Knack!
Ich gehe ins Fernsehen, Leute. Knick, knack, boom. Boom, Alter. Knick, knack, boom. Boom. Und da ist Scheiße, die Führung 7-6. 7-6, 7-6. Drei Punkte noch für mich. Dann habe ich gewonnen. Knick, knack, boom. Boom. Knick, knack, boom. Boom. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, 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 was mach ich? Ich bin in deinem Kopf drin, Kevin. Knick, knack, boom. 8-6 für Basti. Knick, knack, boom. Boom. 8-7. Knick, knack, boom. Boom. 8-8. Der Ausgleich. Knick, knack, boom. Warum hast du gerade mit deiner Hand so rüber, als hättest du so einen Stich bekommen oder so? Ach. Wolltest du kurz mit deinen Adern flexen? Ach. Ey, hier, schau mal meine Adern. Knick, knack, boom. Boom. Nachmacher. Knick, knack, boom. Boom. Oh, nein. Matchpoint. 9-8. 9-8 für Basti. Knick, knack, boom. Boom. Knick, knack, boom. Brunnen. Ja, okay. Knick, knack, boom. Boom. Ja, 9-9. Boom. Alright. Alright, alright. Es geht ums Letzte. Ich hab meinen Kopfhörer rausgezogen. Der Letzte entscheidet. 9-9. Okay. Ah, das war ein bisschen hoch, oder? So, jetzt kann es weitergehen, okay. Knick, knack, boom! Boom! Ja! Yeah! Nein! 1-0! Die Schere! Oh. 1-0 für Basit. GHG! Back to back, knick, knack, boom, Gewinner. Tut deine Hand auch wieder ein bisschen weh? Ja, Bro, meine Hände sind so durchblutet wieder. Alter Schwede. Am Anfang war es so, ich habe extra darauf geachtet, mich so doll zu machen, und dann war ich aber wieder im Element. Ja, ich auch. Man rastet dann immer aus, ne? Mhm. Gut, Leute. Man muss auch dazu ganz kurz sagen, wir werden auch gleich unsere Chats deaktivieren, denn ihr könntet uns rein spoilern, wo die jeweiligen Schiffe versteckt sind. Es ist so ein geiles Game, ich habe da so Bock drauf. Ich könnte es, glaube ich, legit 5 Stunden mit dir spielen am Stück. Ja, ist ein gutes Game. Gut, jetzt wählen wir erstmal unsere Spieler. Ja, okay, ich gehe rein mit William Carslake. Also wie gesagt, der einzige Unterschied ist, wir haben unterschiedliche Boote, Chat, und wir haben sozusagen so eine Art Ulti und die ist unterschiedlich. Ansonsten ist eigentlich alles gleich. Alright, let's go. Die Attacken sind aber ultra selbsterklärend eigentlich. Also wir haben beide eine Mine, wenn man die kann man bei seinem eigenen Feld legen. Wenn der Gegner die trifft, dann werden 2 random Shots drüber gemacht. Ich glaube, bei meinem Luftangriff ist so eine Lane, die komplett durchgeknallt wird, entweder horizontal oder vertikal. Und Basti hat so einen frontalen Angriff, glaube ich, 3x3 oder so. Gut, mein Bester. Dann, die Chats sind deaktiviert. Erfolg, Chef. Und ich muss jetzt mit meiner Truppe reden. Ja. Yeah. Beim letzten Mal habe ich halt wirklich geil geplayt, indem ich das hier so gemacht habe. Seit dem letzten Mal weiß ich aber auch, dass ich auch rotieren kann. Und zwar auf diese Art und Weise. Kevin schätzt mich auf jeden Fall sehr, sehr krass als Randspieler mittlerweile ein. Deswegen darf ich auf gar keinen Fall nochmal den Randspieler machen. Und zwar eher dann ins Zentrum gehen. Und vor allem will ich ihn auch ein bisschen mit den Drehungen verwirren. Und ich glaube, ihm wurden die alle als horizontal angezeigt. Rico, danke für 40 Monate. Boah, ich weiß aber nicht, was manchmal am schlausten ist. Ja, so mache ich's. Bin bereit. Ey, Basti, hättest du mal Bock auf Carcassonne irgendwann? Ich kenne das nicht. Ich auch nicht, aber ich glaube, das ist easy und das ist übelst geil. Easy und super geil, klingt gut. Warte mal, die hat gerade jemand in den Chat geschrieben, dass das Game für die DLCs und so, also... Donation, Bro. Bekommst du hier gerade noch zusätzliche Informationen von Aufklärungsdrohne? Ja, Basti hat seine Schiffe alle links oben gemacht. Oh. Ah, Aufklärungsdrohne. Nee. Ich mühe doch Donations, dann kann ich nicht schummeln oder so. Okay. Es geht rein. Let's go. Es wird nur einen Sieger am Ende geben. Man bekommt jede Runde so mäßig Mana. Ist relativ selbsterklärend. Alright, Basti, ich fang an. Okay, das sind die Schiffe, die du hast. Du hast denselben Typen genommen wie letztes Mal, ne? Ja, yeah, Giuseppe Ferreira. Okay, ich mach erstmal einen Schuss hier. Okay. Luftloch. Dann beende ich meinen Zug. Besser ist es. Geh kurz auf Toilette. Lass dir mal mit deinem Zug ein bisschen Zeit, weil sonst läuft mein Teil. Beim letzten Mal habe ich ihn komplett nackig ausgezogen. Sieht man rechts die Steine, also ich kann jetzt kein Feedback bekommen, aber sind rechts die Steine von Kevin so, wie er sie auch platziert hatte, oder könnten sie noch rein theoretisch in jeder x-beliebigen Richtung gedreht worden sein? Ich glaube, ich nehme den hier auf jeden Fall. Boah, Schiffe versenken ist echt cool, weil hier auch die Übersicht vom Spiel so echt easy verständlich schön aufgebaut ist. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Okay, jetzt bin ich in Zeitdruck, ich muss daneben.
So, ich hatte eine Sekunde noch Restzeit. Kevin muss. Okay. Bin da. Ja, yeah, ich habe bis zur letzten Sekunde rausgezögert. Sehe ich, okay, rechts, sehe ich rechts, wie du deine Schiffe auch schon gedreht hast? Oder sind das einfach nur die Steine, die du bekommen hast, ohne dass sie gedreht worden sind? Ja, das weiß ich leider nicht, Bro. Ich glaube, das sind einfach die sollten nicht richtig gedreht sein. Okay. Das wäre ja mega der Vorteil. Es sind einfach nur die Schiffe, die du hast. Verdammt, das war dann ein Schuss in den Ofen. Das war komplett daneben. Okay, du hast auch daneben geschossen. Ich habe daneben geschossen. Aber... Aber hier ist ein Schiff! Bro, what the fuck? Bro, Realtalk, du schummelst. Du hast mir letztes Mal auch schon so Schüsse getroffen. Bro, hier auf hoher See. Realtalk, du hast das Stream offen. Hier auf hoher See bin ich einer der besten Spieler. Aha. Das war ein Schuss in den Ofen, verdammte Scheiße! Du denkst, dass du besser bist als ich in diesem Spiel? Digga. Uns geht's gar nicht gut. Okay, meine Fähigkeit, meine zweite Fähigkeit ist ein 2x2 Attack. Dann mach auch gleich, was du nochmal hast, dann haben wir alles, dann wissen wir alles. Ich hab keine Ahnung, was meine war. Ich wette, hier ist einer von dir! Er greift in der Diagonale an. Das war Spaß, weil ich wette, hier ist was. Oh mein Gott. Okay, ich beende meinen Zug. Okay. Was macht der da? Was macht der für komische Sachen? Bruder, ich hab so eine Eisenschaufel gebaut mit meinen Schüssen. Digga. Okay, was ist das für eine merkwürdige Taktik? Was passiert hier? Ich vergeude so viel Zeit mit meinen Angriffen. Er hat so perfekt daneben geschossen. Ich weiß nicht, ob ich den Scanner usen sollte. Kopierer oder Scanner? Nichts wird dir weiterhelfen. Einse? Tja, was ist das? Ja, das müsste ja dann eigentlich die Eckenmäßigen sein. Also entweder da, hier. Also die könnten es nur sein, die sind ausgeschlossen. Dann werde ich mir hier entschießen. Okay. Daneben, Kevin. Daneben. Das ist kein guter Start für mich, Bruder. Okay, wie war deine Reaktion zu deuten? Okay. Okay, dann ist das noch nicht fertig, dann. Oh! Habe ich direkt ein großes Schiff getroffen! Das war... Scheiße, Mann, ein... Das ist echt nicht gut, Das war sehr, sehr einfach. Mhm. Das ist echt nicht gut, Mann, scheiße. Schuss! Das war kein Treffer! Hast du eventuell recht. Aber ich möchte noch mehr. Okay. Das gibt mir eine Menge Informationen. Ja, nice Information, Bro. Okay. Boah, ich weiß nicht, ob ich weiter festhalten sollte an dem hier eigentlich schon, ne? Lass ihn also laufen. Ich finde, du bist so ein Randspieler, aber du hast beim letzten Mal schon Rand gespielt, deswegen denke ich, dass du eins weggehen wirst vom Rand. Ich hab dich gelesen wie ein Buch! Das ist ja das erste Mal. Ich hab dich gelesen wie ein Buch! Hör auf zu reden und spiel. Okay, es muss hier sein. Jetzt ist die Frage, ist es der Vierer, der Dreier umgekehrt oder der jetzt nach rechts oder links? Ich mach mal hier hin. Okay, es ist jetzt entweder der Vierer oder der Links-Rechtser. Ich denke, du hast hier den Vierer hingepackt. Oh! Let's go! Ich werde mich let's fucking go! Ich lasse mich auf diese Provokation nicht ein. Boah, wichtig. Wichtige Nummer. Alright. Boah, ich werde als nächstes einen 2x2-Schuss machen! Oh mein Gott, ich hatte noch einen Schuss frei, Bro, meine Zeit ist abgelaufen. Tja. What the fuck? Das zählt nicht als, man macht irgendwas, wenn man eine Attacke macht. War wohl ein fahrlässiger... Digga, oha, aber egal, ist egal, nehme ich trotzdem. Das war wohl ein fahrlässiger Fehler von dir? Ganz ehrlich, ich kann auch mit einem Zug weniger gewinnen. Aktiviere mein Echolot. Okay. Das war nicht gut. Mhm. Little Bro hat eine Mine platziert. Okay, Okay. Ja, Mine okay, ich will mal hier hinschießen. Oh! Ah! Okay. Es könnte entweder der Dreier sein. Er muss der. Aber ich halte es nämlich unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist eher dieser um die Ecke mäßige.
Oh mein Gott, du... Kritischer Treffer! Damit habe ich gerechnet! Oh! Ja! Jo, was? Was? Die zwei Dinger treffen zwei Schiffe! Bro, das ist... Mein Plan ist aufgegangen, Papa Platte! Und jetzt wird es langsam zu Ende gehen für dich! Das ist so... Ich wurde mit einem Dreizack und einer Schwanzflosse geboren. Ich habe 18 Jahre auf dem Pazifik gelebt, nur um jetzt an deiner Macht teilhaben zu können und dich auszunehmen wie eine kleine, okay, kleine Sardine. Okay, chill. Oh mein Gott. Beenden wir das. Oh! Das war ein Schuss in den Ofen. Ja. Yeah. Okay. Ja, es könnte auch hier oder hier sein, ne? Aber ich glaube, hier ist das erste. Ja, okay. Oh, das ist perfekt. Das ist das Beste, was ich wollte. Nice. Okay. Und deswegen feuerst du das mal daneben. Oh, hier ist der lang! Verdammte Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Das sehe ich. Ich beende meinen Zug! Hast du eine Mine platziert, ha? Eine kleine, süße Mine. Bro, das Game ist so f***ing nice. Das ist wirklich ein sehr gutes Game. Es ist unfassbar gut. Mit diesen Fähigkeiten, das macht so viel krasser. Oh! Okay. Okay, okay. Was brauche ich? Ich brauche das. Oh! Weg damit! Bring deinen Müll raus. Das war wohl nix. Ich brauche nicht mehr zu wissen als das, dass ich einer der besten Schiffe versenke Spieler der Welt bin. Okay, chill. Okay, bevor wir irgendwas Großes starten, versenke ich kurz deinen Kollegen hier. Nimm ihn dir doch. Boom. So. Weg damit! Ich brauche das Schiff nicht mehr. Es hat sich ausgesegelt, Mann. Boah, ich geh mal für den hier. Ja! Da habe ich dich erwischt. Okay, wichtig. Wichtig, die kleinen Dinger, das sind die beschissesten. Hm. Boah, ich könnte mir vorstellen, dass du so ein Kranker bist, der nochmal so eins daneben gepackt hat oder so. Okay. Falsch gedacht. Okay. Stoffi, danke dir für zwei, für drei wahrscheinlich. Dann meld ich meinen Zug. Für vier. Okay, du hast auf jeden Fall zwei Minen platziert. Zwei Minen. Das war daneben. Das war wohl ein Schuss in den Ofen, Mann. Du lachst. Noch jetzt. Was hat Friedrich Schiller gemacht? Würde dir spontan ein Gedicht einfallen von Schiller? Faust. Ah, okay, ist aber kein Gedicht. Natürlich ist... Oh, das war daneben. Nee, der Handschuh. Der Handschuh ist ein Gedicht. War das ein Gedicht? Ich weiß nicht mehr. Ey, ist dieses 3x3 deine stärkste Attacke? Sag ich dir nicht. Nee, sag mal, ich hab dir auch gesagt. Ja, ist es. Okay. Boah, was mache ich denn? Ich glaube, ich spar und geh mal. Ich will hier wissen. Ja, hier muss ich noch abchecken. Ja, okay. Er denkt noch sehr an die letzte Partie. Ich muss jetzt aber. Er hat zwei Minen platziert. Boah. Schwierig. Sieht besser aus gerade für dich. Hier, aber das muss nichts heißen. Die Wahrscheinlichkeit ist halt hier höher, weil er kann den hier nicht rechts platzieren. Ich muss das hier machen. Okay. Das war ein Schuss in den Ofen. Das ist mir vollkommen egal. Feuer. Nein! Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Und das hat er. Okay, scheiße. Also, danke dir für 37 Monate. Juli, danke dir auch. Was ist das? Er beruhigt mich. Wichtig. Okay. Okay. Danke. Ich zünde meine Ulti! Und das liebe ich.
Meine beiden Schiffe sind mittlerweile schon abgetaucht. Trotzdem rechnen sie nicht damit! Oh mein Gott! Okay, okay, das ist ein wichtiger, das ist ein sehr, sehr wichtiger. What the f***? Ja! Okay, es ist einer um die Ecke. Es ist entweder oh hier oder hier. Er hat gewonnen. Ja! Wait, hä? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Limbro hat beide Schiffe da! Limbro hat beide Schiffe da! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Game over! Game fucking over! It's over! It's over! Das war's! Schluss! Ich möchte mich bei meiner Crew bedanken. Ich möchte mich beim Kapitän bedanken. Es steht 1-0 im Best of 3. Ich bin gespannt, wie Runde 2 ablaufen wird. Nein. Shut the fuck up, es gibt kein BO3. Es ist eine einzige Runde. Was? Oh, let's go! Let's go! Easy! Easy! Ach, Lethal League, alright. Yeah! Wir spielen Lethal League als nächstes. Ich hab's schon einmal erklärt. Also im Grunde, wir schlagen die Bälle im richtigen Moment, dann sind die farblich markiert. Wenn sie dann den anderen treffen, verliert man ein Leben. Es wird immer schneller. Okay, ganz kurz, Bro. Noch nicht, bitte. Ich hab gerade gesehen, dass mein Capture-Ding hier ist wieder verkackt. Also ich bin auf der rechten Seite, ich bin der Blaue und Kevin ist rot. Das Krokodil auf der linken Seite. Alright, 3, 2, let's go. Sorry, hab nicht gewusst, dass du noch zählst. Nee, easy. Okay, beim letzten Mal hat Basti mich gefickt hier drin. Und ich glaube, es wird dieses Mal auch passieren. Aber guck mal, ja genau, wir machen einen BO3 und man verliert immer so ein Leben quasi. So, was hab ich jetzt getroffen? Ich verliere ein Leben. Oder sieht man so Ultis, wenn man diese blauen Dinger aufgeladen hat. Das war mal ein Schuss in den Ofen. Ja, das war nicht gut. Ich muss besser spielen. Ordinary. Ordinary Days. Bro, das ist die beste Map mit der besten Musik. Boom! Das ist eigentlich meine Spitze. Ich kann mich gar nicht muten, aber 2., 3., 4. Januar. Wir bauen Lego Titanic auf, Bassi. Es passiert endlich. Wow. Was? Was? Was ist das für ein scharfer Winkel, als ob das geht? Holy shit! Das geht, wenn du den Skill hast. Ich dachte, ich bin da safe. What the fuck? Oh Gott. Nein! Oh mein Gott, ich wollte gar nicht so spielen. Oh mein Gott, ich sag wieder krass. Nee, ich bin. Ich werde das wieder werfen, Candyman. Ich bin echt schlecht geworden hier drin irgendwie. Bro, ich hab mich gedreht und geschlagen. Das macht gar keinen Sinn. Oh mein Gott. Digga, ich hab geschlagen. Retail, ich hab geschlagen. Oh, ja. Ich würde nicht so viel Töne spucken mit deinem Leben. Mit deinem Leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, diese verdammte Ulti, Mann! Bro, das ist so schwer zu predicten. Oh mein Gott. Doppel-Ulti. 1-0. Oh, Digga, du hättest beinahe den Bag gefumbled. Heilige Scheiße. Alright, Rematch. Hab die letzte Runde jetzt nochmal richtig gespielt. Es ist aber krass, wenn du dann so ein paar Dinger hintereinander verlierst, obwohl du so oft Matchpoint hast und so, dann ist dann kein so ein Game krass. Ja, ist gebrochen, Mann. Bruder. Oh mein Gott, Bruder, ich hab die falsche Taste fürs Schlagen gedrückt. Ich kann nicht mehr. Ich hab X anstatt B gedrückt, Bruder. Ich scheiß mich zu. Oh mein Gott. Bruder, die Scheiße ist so trippy. Ja, Bruder, GG. Ja, aber Alter. Okay, ich wusste gar nicht, wohin gerade. Ich war in so einem schlechten Spot. Oh, das ist scheiße. Wenn Basti, je mehr Basti bekommt, desto mehr kriegt er von seiner Ulti. Und das will ich nicht. Let's go. Wichtig. Normalerweise sind das meine.
Abgedrückt. Abgedrückt, Digga. Boah, ich bin echt irgendwie Arsch geworden. Es ist irgendwie nicht mehr so natürlich, dieses Game zu spielen. Ich denke so zu viel nach währenddessen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Oh Gott, ja moin. Und Ulti! Und ich bin noch nicht fertig! Holy shit, holy shit. Holy shit. Muss kurz ein Handtuch holen. Oh nein. Wir zocken als nächstes Game Higher, Lower. Wir können gleich noch gucken, welches genau. Wir können auch das normale spielen, sag du. Ich würde fast schon normales sagen, Bro. Alter. Ich würde normales, glaube ich, am besten finden. Und dann halt als best, also wer halt am meisten aus 5 Runden oder so holt. Normales? Ja, würde ich sagen, oder? Okay, machen wir. Wie viele Runden machen wir? 3. 3 Runden, wer mehr hat. Ja. Also 3 Leben sozusagen. Dann, okay. Für verschenkte Snaps. Würde ich sagen, dann oder? Viel Erfolg, Chef. Ja, auch mein Bester. Okay, Leute. Also, ich sage, Google hat mehr. Ja, moin. Schon wieder. Great Start. Ich weiß nicht, warum ich dieselben nochmal habe, aber Google hat jetzt weniger. Ich glaube, das ist jetzt eh egal, weil ich die Info jetzt habe. Ey, Bro. Ganz viel Liebe in den Chat für Benno Dück mit 100 verschenkten Subs. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön für den Support. Vielen lieben Dank. Alter, Bro, 100 Sub-Bombe ist sehr, sehr, sehr krass. Hilfe. Ja, moin. Ey. 4. Okay, wir machen es mal ganz kurz so, Leute. Bei mir wird immer das Gleiche angezeigt. Wir machen mal wieder bis 4 und ab 4 zählen wir. Okay, also wir müssen es dann sozusagen wieder abziehen. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Oh ne, ja, hä? Aber hey, jetzt ist wieder was, jetzt ist wieder anders. Okay, wir machen einfach weiter. Vielleicht müssen wir 2 abziehen. Bill Gates, Bro, Bill hat auf jeden Fall 1,5. Jim Carrey hat weniger. Oder gleich viel. Weniger. Labrador. Alter, das ist wirklich schwer, weil Hunde haben immer so um die Millionen. Und ich glaube, ein Labrador hat echt viel. Aber ich glaube, der hat nur 800k oder so. Okay. Heuschnupfen, weniger. Las Vegas hat mehr. Mosambik hat weniger. Kausi, danke dir vielmals. Der Koran hat mehr. Seven Samurai hat weniger. Ist immer gut. So Filme, so Prag hat mehr. Franz Beckenbauer hat auch viel, aber ich glaube nicht. Und ne, oha. Gut. Malteser hat mehr. Alter, Malteser hat mehr als Labrador. Devontex, danke dir auch. Bungee Jump hat auf jeden Fall weniger. Und da sollten wir jetzt auch wieder drüber sein. Diätpillen hat mehr. Deforestation hat, also, kann ich nicht einschätzen. Okay, ich glaube, wir sollten fairerweise 2 abziehen. Dann hatten wir 16. Bin fertig. Same. Was hast du? Ist deine Zahl zweistellig? Ja. Okay. Ist deine? Deine? Auch. Was ist deine vordere Zahl? Also die Ziffer, also die Einerstelle? Eins. Eins. Auch eine 1. Und die zweite? Ist sie höher als 2? Nein. Meine schon, ich hatte 16. Oh mein Gott, ich hatte 10. GG ist ein Punkt für dich. Fuck! Also ich hatte 18, aber die ersten beiden, die ich hatte am Anfang, die kannte ich schon davor. Alright, wir zocken als nächstes Geo-Bingo. Das ist ein neues Spiel, das hat letztes Mal jemand gelinkt. Wir können uns irgendwo mit Google Street View auf die Weltkarte packen. Können wir selber entscheiden, wo. Wir werden uns eine Auswahl an Wörtern machen. Da hat uns ein Zuschauer auch schon, oder eine Zuschauerin, ich weiß nicht mehr genau, auch schon den ein oder anderen, die ein oder andere, das ein oder andere Wort gemacht. Das können wir gleich selber entscheiden, was wir da nehmen wollen. Dankeschön. Hier ist jetzt sowas dabei wie Obststand, Blumengeschäft, deutsche Flagge. Aber nicht in Deutschland. Aber können wir auch in Deutschland machen, ist egal. Verkehrsschild und so weiter. Ich würde sagen, wie, was würdest du sagen, wie viele Sachen müssen wir finden? Wie viele Sachen wollen wir machen?
Lass halt 5 oder so, oder ne, lass 9. So halt ein 3x3 Bingo-Feld. Kannst okay, du wir können auch random Sachen, wir können auch random Sachen machen. Nee, es ist kein Bingo-Feld, sondern es sind einfach nur, ja, ja. Es sind einfach nur trotzdem Wörter halt, in einer Reihe. Sieht halt cool aus, wenn wir halt so ein 3x3-Feld haben, was wir abhaken können. Achso, das ist im Game links an der Seite einfach so eine Liste. Kannst du mir ganz kurz die Seite nochmal schicken? Einfach nur, damit ja. ich zum Checken? Einmal, ja. Ja, 15 Minuten ist gut. 15 Minuten, 2 Spieler, 10 Wörter. Wer am Ende nach 15 Minuten mehr Wörter in Real Life gefunden hat, also in Street View, gewinnt. Okay, und wir gehen nicht nach Deutschland. Boah, wollen wir einfach überall machen? Nein, lass mal ohne Deutschland. Ich finde das interessant. Okay, ja, und ohne Deutschland. Man darf nicht nach Deutschland gehen. Wollen wir noch, wir können Hide-In-Game-Player-Scores machen. Dann sehen wir gegenseitig nicht, wie viel der andere hat. Ja, mache ich auch an. Was sagst du zu einem pinken Taxi? Nee, keine Ahnung, wo das ist. Da weißt du irgendwas mehr als ich. Das mache ich nicht. Glaube, was ich nicht sagen da. Wir zu einem... Wir haben schon 10 Wörter, wir haben genug. Ja, lass mal Geige rausnehmen und lass mal einen viereckigen Concrete-Kasten an Straßenlaternen sagen. Ja, Bruder, lass mal Geige rausnehmen und lass mal irgendwie eine silberne Bohne nehmen, Bro. Ja, what the fuck. Okay. Schneemann, Porsche, grüne Hose, Fahrrad mit Kind, Rollstuhl, Telefonzelle, Sperrmüll an der Straße, Polizeiauto, Blitzer und Müllauto. Wer nach 15 Minuten in Street View mehr gefunden hat, außer Deutschland, das darf man nicht benutzen, hat gewonnen. Let's go. Nein, stopp. Bist du ready? Nein. Warum? Und wir reden davon, Schneemann muss in echt da sein. Es muss alles in echt sozusagen da sein. Auf oh, ja. Ja, es muss alles in echt da sein. Es darf kein Bild sein von einem Schneemann. Es muss ein echter Schneemann sein. Ein echter Porsche. Es muss auch das Auto sein, nicht das Logo. Eine echte grüne Hose. Auch kein Bild von einem Typ mit einer grünen Hose. Es muss ein Mensch sein sozusagen. Fahrrad genau dasselbe. Rollstuhl auch. Telefonzelle auch. Sperrmüll auch. Polizeiauto auch. Blitzer auch. Müllauto auch. Ja, ist easy. Chat will, dass wir 20 Minuten machen. Was denkst du? Ja, können wir machen. Chris, danke okay. Für 5 verschenkte Subs. Auf geht's. Start Game. Bist du... Ja. Bist du auch ein Ding? Okay, geil. Da ist so ein Foto da. Ich glaube, du machst automatisch, wenn du es abpackst, machst du einen Screenshot. Okay, na dann. Auf ein gutes Game. Dann viel Erfolg. Auf geht's, so. Okay, ich habe euch jetzt, wie gesagt, zu, aber ich gehe jetzt erstmals in Monaco rein. Für einen Porsche. Halt in ein Gebiet mit teuren Autos. Und ich sag euch ehrlich, hier sieht mir das auch schon mal direkt nach potenziell... reichen Leuten aus. Boah, aber Kameraquali auch unfassbar. Das ist hier ganz alte Coverage. Und wir haben ja, wie gesagt, auch Zeit. Bro, bis jetzt sieht es hier noch gar nicht nach Monaco aus. Grüne Hose. Das ist eine grüne Hose, oder? Das ist für mich eine grüne Hose. Also dunkelgrün. Ah, das wird nachher so Streit geben. Und wie gesagt, wir dürfen nicht nach Deutschland. Nitzi, danke dir auch. We don't have to talk. Da ist ein Porsche. Schöner Porsche. Da ist auch einer. Aber wir behalten mal unseren... Rollstuhl, Telefonzelle. Ich glaube, ich muss mal jetzt ein bisschen in Dingsgebiete. Also ein bisschen erstmal, wo ein bisschen mehr was los ist. Ich glaube, ich gehe mal nach Milano. Können wir mal ein bisschen was sehen. Fußgängerzone, irgendwie Milano. Sperrmüll an der Straße, Polizeiauto, Blitzer. Müllauto. Telefonzelle. Hier wirst du halt eher unwahrscheinlicher Sperrmüll finden. Ich muss mehr auf die Menschen achten. Das ist ein Kinderwagen. Super viele Touristen, das ist gut. Polizei, Auto, Polizia. Tiefkühlpizza, danke dir. Ich gehe hier generell ein bisschen mit Ruhe ran. Das macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich will zumindest eigentlich Rollstuhlfahrer noch hinbekommen. Aber ich glaube, da könnte ich auch nach Fahrrad mit Kind. Ich glaube, ich gehe mal nach Amsterdam für Fahrradfahrer. Oh mein Gott, ich gehe nach London für Telefonzelle.
das ist clever. Da kann ich halt eigentlich auch nochmal schon einiges finden. Okay, das ist mir zu... London Bridge gehen wir mal. Bus schon mal easy. Ich weiß noch nicht so ganz, Blitzer stelle ich mir sehr schwierig vor, weil ich halt da überhaupt kein Background-Knowledge habe. Ich glaube, da werden wir das ein bisschen einfach in Österreich versuchen. Oh no. Fahrrad mit Kind, Fahrrad mit Kind. Ich muss auch noch nebenbei auf Rollstuhl achten. Oh, ist das ein Müllmann? Ne, es geht ja um ein Müllauto, ne? Ja, das ist ein Müllauto. In London. Boah, voll geil, in was für Orten ich jetzt schon überall war, ne? Jetzt einfach so in Mailand, Monaco, London. Das ist viel geiler, wenn du halt gefühlt überall alles in einem einzelnen Land, also in einem anderen Land hast. Ist das eine Telefonzelle? Oder ist das so ein Infoding? Ich meine, ist da auch ein Telefon? Ich glaube ja, oder? Ist das nur zum Parken? Nee, achso, das ist für Fahrräder, nevermind, sorry. Aber ich finde es voll interessant, dann eben Kevins Screenshot zu sehen, wo er so teilweise hingegangen ist. Aber ich glaube, London wird er auch machen für die Dings, Telefonzelle. Wobei ich bis jetzt sagen muss, die Telefonzelle hat sich jetzt noch nicht so bezahlt gemacht. Ich glaube, ich gehe jetzt ganz kurz mal, ich gehe mal nach Amsterdam. Brauche mal ganz kurz hier ein Reset. Oh, Telefon. Easy. So, wir gehen nach Amsterdam. Und fahren mal ein bisschen Fahrrad. Hoffentlich mit dem Kind. Da, da haben wir. Das ist ein Kindersitz, oder? Das ist 100% ein Kindersitz. Also, for real. Schneemann, Sperrmüllner Straße, Blitzer. Gehen wir mal nach Wien. Rollstuhl. Okay. Noch, okay, die Hälfte der Zeit. Stadtpark. Ich meine, ist nicht Rollstuhlfahrer maybe auch eine Idee am Bahnhof? Ich glaube, dass ein Bahnhof gar kein so dummer Call ist. Aber ich hab, warte mal, hier ist U-Bahn, Stadtpark, Landstraße... Woher kenne ich denn? Oder am Flughafen. Ja. Naja, das ist eigentlich, das ist zu random. Ich muss eigentlich in einen krass... ich muss zum Eiffelturm oder irgendwie so. Ich muss dorthin, wo super viele Menschen sind. Wo ist der Eiffelturm? Oder ich gehe nochmal Pariser Flughafen. Da müssen halt auch super viele Menschen sein. Ja, aber ich darf nicht auf die Straße. Wo bin ich dumm? Starbucks, wir gehen mal jetzt hier rein. Nee, nee, ist Quatsch. Einfach jetzt einfach mal irgendwo rein. Rollstuhl, Sperrmüll. Schneemann und Blitzer stelle ich mir echt noch tricky vor. Hilfe! Ich hoffe, Kevin ist nicht so gut, aber ich glaube, Kevin... Der macht es eigentlich auch ordentlich wahrscheinlich. Am besten habe ich halt noch Sachen irgendwie übersehen oder so. Und ihr sagt mir das dann gleich noch. Oh mein Gott. Sperrmüllner Straße, Rollstuhl. Schneemann.
Da habe ich halt einen Vorteil. Schneemann wird halt eventuell einfach sein. Einfacher für mich, weil ich weiß, wann Winter-Coverage ist. Und die haben wir in Ungarn, nur in Europa zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute da halt einen Schneemann bauen. Oh mein Gott, Rollstuhl. Ich glaube, ich gehe trotzdem, gehe ich nicht lieber doch erstmal in irgendeinen Schnee oder irgendeinen... Gehe ich nicht doch lieber irgendwo in die Alpen? Komm, einfach mal. Tobi, danke dir. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir in Ungarn... Nee, Bulgarien. Ob wir mal... Jetzt haben wir hier Winter-Coverage? Nee. Komplette Gegenteil. War das doch Ungarn? Wie lange lädt das immer? Sperrmüll in der Straße. Ja gut, dann gehen wir eher auf Sperrmüll. Irgendwo Randgebiet, jetzt irgendwie irgendwo nach Bern. Vielleicht sieht man jetzt hier irgendwo jemanden, der noch Sperrmüll irgendwie draußen zu stehen hat. Da müssen wir halt eher in die Peripherie. Das wirst du nicht in der Stadt finden. Da hast du Müllsäcke. Ja, genau so muss es aber hier aussehen. Oder in irgendwelchen großen Wohngebieten. Johnny, danke dir vielmals. Ja, wobei, du stellst Sperrmüll direkt eigentlich eher an die Hauptstraße. Wir müssen eher an die Hauptstraßen. Das wird halt nicht als Sperrmüll zählen, ne? Das ist halt einfach... Das ist halt einfach eine alte Matratze. Ich versuch's mal durchzudrücken im Notfall, dass ich erstmal überhaupt was habe. Nee, ich glaube, das Sperrmüll muss ich im Notfall wieder rausnehmen, weil das ist auf gar keinen Fall Sperrmüll. Das ist einfach Müll. So, von hier kamen wir gerade. Gehen wir jetzt nach hier irgendwo. Nee, Schnellstraße ist Quatsch. Zweieinhalb Minuten, Bro. Tick-Tack. Digga, wo bin ich denn? Also, Bro, wenn jetzt hier einer Sperrmüll zu stehen hat, dann also... Ja, das ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr Sperrmüll. Mann, das wird er niemals durchwinken. Das ist auch kein Sperrmüll. Ja, kommt Sperrmüll raus. Ende. Es ist vorbei! Es ist vorbei! Es ist vorbei! 20 Minuten. Oh mein Gott. Okay. Ja, Alter, du hast so einen alten Porsche gefunden. Ja, Mann. Also, krank. Jetzt sehen wir erstmal meine. Ja, anscheinend. Soll ich kurz was sagen, wo ich war? Ja, wo warst du? Ich war in Monaco für einen Porsche. Oh, smart. Ich war in Zürich für einen Porsche. Okay. Ja, ja, schickes Exemplar. Gehen wir auf Next? Sind das dann beide? Ich glaube, wir müssen auf Vote to keep the image machen. Ah, okay. Und dann voten wir quasi, dass es legit ist. Aber ist ja legit auf jeden Fall. Wo ist das? Vote? Unten, da ist so ein Herz mit W. Du kannst auch einfach W drücken, glaube ich. Ich glaube... Achso, ja. Ich hab... Ja, drück mal einfach W, genau. Ja. Genau, und dann Next. Und dann mit Space kannst du das nächste Mal. Okay, so, das ist mein Porsche, den ich gefunden habe. Ja, der geht durch. Ja, alright. Ich find's interessant. Ich würde... warte, ich hab noch nicht gedrückt. Ja, wait. Was sollst du sagen? Ich geh nochmal zurück. Ich hab ihn jetzt erst geliked. Ah, nee, ich hab schon, sorry. Vote to keep the image. Hä? Achso, ja, jetzt. Ja, und dann Space zum nächsten. So, da oh, zählt das als grüne Hose? Das ist dunkelgrün. Boah. Kuno, danke dir für 10 verschenkte Subs. Ja. Also, es ist schon, was soll ich halt machen, ne? Es ist halt grün. Ja, nee, ist schon grün. Ist so Navy-grün oder so. Yeah. Ja, Kaki, ja, genau. Boss. Ja, zählt. Alright. So, hab ich geliked. Also, hab ich durchgehen lassen. Dann hab ich, was ist das hier? Grüne Hose. Ah, das ist meine grüne Hose. Ich weiß. Ah, weiter rechts, du musst ein Stück nach rechts zoomen. Da ist eine Frau auf der grünen Hose. Ja, ist grün. Wo bist du? Ja, also Amsterdam, okay.
Ja, genau, ich war in Amsterdam, ja. So, dann, was haben wir hier? Fahrrad mit Kind, das ist meins. Das ist ja ein Lastenrad. Ja, aber es ist ein Fahrrad mit einem Kind. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir auf dem Kindersitz, also, ne? Ich weiß, ich auch, aber ich habe das gesehen, Bro, und das zählt. Das ist ein Fahrrad und ein fucking Kind, Bro. Ja, okay. Würde ich nicht so sein. Also, ich finde, das geht durch. Ja, ja, voll. So, okay, dann hast du, wo ist deins? Naja, da hinten auf dem Kindersitz. Boah, das könnte auch ein Erwachsener sein. Ich was? Das ist doch kein Erwachsener! Mann, Spaß. Tschüss. Digga, wie sauer. Okay, lass ich durchgehen. Oh mein Gott, nein, du hast einen Rollstuhl gefunden. Yep. Bro, ich bin hab so viel... Alter, wie stylisch auch mit dem Hund und so, Bro. Alter, das ist übelst das dicke Bild. Ja, ich bin in Paris. Mit dem Hut und so. Scheiße, ich war auch in Paris. Ich habe ihn nicht gefunden. Oh nein, hier ist ein Müllmann. Ich habe Angst, dass du jetzt auch noch ein Müllauto gefunden hast. Oh ja, mein Gott. Machen wir weiter. Ja, hab geliked, weiter geht's. So, das ist jetzt von mir die Telefonzelle. Ja, geht durch. War ich in London, klar. Ja. Was die dann, auch. Dann, was ist das hier? Oh, deine Telefonzelle, ja. Ja, stylischer. Ja. Dann Polizeiauto von dir, okay, ja. Polizeiauto in Mailand. Polizia. Dann meins, das ist in Frankreich, in Paris. Okay. Ist jetzt nicht so dieses Polizeiauto, aber da steht Police drauf, ich denke, ja, geht schon, klar. Oh mein Gott, hast du ihn gefunden. Du Müllauto. Hast ihn gefunden. Boah, ich habe so lange gesucht. Er erzählt, ob wir es... Oh, das ist zwei mehr. Oh mein Gott, das ist zwei mehr. Was jetzt? Zwei mehr. Vamos! Oh, GG. 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 Bro, Schneemann bin ich gar nicht für gegangen. Ja. Da war viel zu wenig Zeit für. Holy shit. Schneemann, also Winter-Coverage gibt es in Europa nur in, glaube ich, eigentlich einem Land. Und wenn, müsstest du halt in Skigebiete oder gehen, damit ja, du Schnee Skigebiete, siehst. Aber das dachte ich, ist zu risky. Alter, das Game ist übergeil. Ja. Das muss ich unbedingt nochmal machen irgendwann. Ultra sick. Heftig, ultra heftig, heftig. Ultra sehr sick. Guter Vorschlag. Mann, Bro, ich habe so gesagt, ich suche so nach Rollstuhl, ne? Und dann bin ich irgendwie so auf einer Autobahn gewesen und dachte so, wenn ich jetzt schon mal hier bin, suche ich nach Müllauto. Und dann haben alle Leute donated, warum ich einen Rollstuhlfahrer auf der Autobahn suche. Und haben dann so donated, heute hat mich jemand auf der Autobahn mit 180 im Rollstuhl überholt und so. Digga, so eine Scheiße. Digga. Oh mein Gott. Alright, das nächste Game ist Kniffel, aber nicht das Game, sondern IRL. Basti, oh schmeiß die Kamera an. Yo, ich hol den Teller. Also ich hoffe, alle Leute verstehen oder wissen, wie Kniffel läuft. Also nur zur Erklärung, was wir technisch gerade machen. Dieser Würfelkreis ist bei mir. Ich werde im Real Life für uns beide würfeln. Und ich werde im Real Life für uns aufschreiben. Ja, diese große linke Hand, also dieser Block, den ihr gerade eingeblendet seht, das ist halt bei Kevin. Also das ist gerade bei seinem, also das ist sein Handy, was er da... Ja, hallo. Ich nehme auch einen frischen Zettel für uns. Okay, ganz kurz als Erklärung. Wir dürfen dreimal würfeln. Man darf immer so viele Würfel saven, wie man will. Und muss dann quasi verschiedene Felder abhaken. Wer am Ende mehr Punkte hat, hat gewonnen. Ich denke, die meisten kennen Kniffel. Wir haben hier Einser, da werden nur die Einser gezählt. Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer und Sechser, nur die Sechser gezählt. Also mit die Augen addiert quasi. Dann gibt es hier oben, wenn man hier mehr als 63 Punkte hat, gibt es einen Bonus von 35 extra Punkten. Hier oben gibt es drei gleiche. Da werden alle Augen zusammengezählt, auch die, die nicht drei gleiche sind. Also wenn man zum Beispiel hat 3, 3, 3, 5, 6 in alle Zahlen zusammengerechnet. Das gleiche mit Quartett. Dann hier Full House bringt egal was, also muss zwei gleiche, drei gleiche sein. Wie beim Poker bringt 25 Punkte. Miniserie sind 4 in a row, also 2, 3, 4, 5 zum Beispiel. Und Maxi-Serie sind 5 in a row. Kniffel sind 5 gleiche. Und Chance ist sozusagen gar nichts, aber alle Augen addiert. Und wer am Ende mehr hat, hat gewonnen. Basti fängt an. Ich freue mich auf eine gute Partie. Video Ninja. Ja, okay. Ich werde unfassbar herzlich schreiben. Ich werde mich jetzt schon mal entschuldigen. So, auf einen sehr schönen Kniffelabend, meine Lieben. Wir beginnen die diesjährige Meisterschaft. Beim letzten Mal habe ich das Kniffeln gewonnen. Kevin, sind Sie bereit? Ja. Schön. Oh, okay. Schöner Start von meiner Wenigkeit. Ey, Chat, ganz kurz. Könnt ihr mir Bescheid geben, wenn, der Song hier wieder ausgeht? Weil manchmal geht es irgendwie aus und ich weiß nicht warum. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, okay. Keine 1, keine 5, keine 1, keine 5. Ah, shit. Okay, du hast eine kleine Straße, ne? Eine kleine Straße bitte eintragen. Jo, wird eingetragen, Kollege. Das sind dann 30 Punkte. Congrats. Papa Platte, so. Sind Sie bereit?
Der Zettel ist zu groß eingeblendet. Oh mein Gott, Junge, holy shit. Ja, weil es jetzt ein Frame drüber ist. Ja, den bitte okay, auch ja. Ein Stück nach links wieder drehen. Ein bisschen gerade machen bitte, Kevin. Powerplatte! So, ich würde die Sechsen einmal saven. Obwohl, warte mal. Doch, ich würde die Sechsen saven, ja. Ich save die Sechsen, den Rest weg, bitte. Bruder, er macht mit Stift, auf Ernst. Lil Bro denkt, er ist Dealer im Casino, Alter. Ja, nee, wieder blü. Nichts geht mehr. Oh ja, sechs saven und dann noch einmal würfeln, bitte. Ja, okay, drei Sechsen trage ich ein. Das sind dann 18 Punkte. So. Digga, das ist so unfassbar scuffed, Alter. Holy shit. Das ist. Oh mein Gott, ich liebe es. Das ist so viel geiler als normales Kniffel, Alter. Oh. Kann man im Stream eigentlich ganz gut erkennen, so. Ja. Was da steht? Voll. Kann man das lesen einigermaßen? Ich voll in OBS. Okay, gut. Ich nehme das Full House. Full House? Bitte. Ja. Ja, das sind dann 25 Punkte. Congrats. Danke dir. So. Ja, brennt nochmal. Wenn einer wackelt, alle nochmal. Boah, ich behalte wieder die Sechsen. Ich gehe auf drei gleiche. Oh, Zocker. Ja, das ist ein bisschen risky jetzt. Oh mein Gott, und es wurde, Junge, hard work pays off. Ich behalte die 5 und die 3 Sechsen und würfel die 4 nochmal. Ach. Okay, das sind dann 18, 23, 25. Okay. Die hast du bei mir eingetragen, Kevin. Ach, scheiße, ja. Oh nein, ja. Was ist das denn für eine 8, Kevin? Bitte reißen Sie sich zusammen. Ja, mein Bruder, du checkst nicht, hier ist mein Glas noch, ich muss so um die Ecke schreiben. Das ist voll schwer, ich kann sonst über oben schreiben, das ist gar nicht so einfach, Digga. So, B und K, so, okay. Ich halte die 4. Ja, mach das. Ich hätte die 5. Richtig. Bitte keine weitere 4, bitte keine weitere 4. Richtig. Gibt es einen Grund, warum das Spiel so merkwürdig gespielt wird und nicht online? Ludi, das ist deine erste Nachricht in meinem Chat und das wird nicht merkwürdig gespielt, sondern unfassbar genial. Einmal den Chat da bitte austauschen. Ich würde sehr gerne die 1 eintragen, bei einer 1. Ja, wird gemacht. Ist drinne. Danke dir, mein Messer. Kein Problem, Chef. So, dann würfel mal für mich. Oh, neu, da brennt was. Oh, wir haben einen Full House, der ist, nehme ich direkt, oder? Jo, ich nehme direkt einen Full House. Steht ihm offen. Ich gehe mir ganz kurz was zu trinken holen. Gerne. Und auf Toilette. Brennt, also es brennt wirklich. Alter! Oh, 3 Dreien. Oh, wenn ich jetzt einen Kniffel mache, wenn ich jetzt 5 gleiche würfel, während er auf Klo ist oder sich was zu trinken holt, das wird bestimmt super ankommen. Nee. Schade, aber auch okay, wir müssen oben machen. Wir müssen oben auch arbeiten. 9 bitte bei 3. Dann 9 bei 3, ne? Yes. Jo. Oh, jetzt kamen welche rein. Colin, danke für die 10 Subgifts. Kuss. Papa P. Jo, ich würde die 3 Sechsen behalten. Oder warte mal, was waren die anderen beiden? 2 und 1, oder? Oh, das ist risky, aber ich mach's, ja. Ich brauche eine 4. jetzt mindestens. 4. 6. Ja, nochmal beide. Nochmal 4 und 2, bitte. Oh, das muss mindestens noch eine 6 sein, sonst wird es eine dicke Chance. Oh! Boah, ich könnte auch 2 Zweien eintragen. 4 ist echt in Ordnung, ne? Bisschen ekelhaft, aber ich mach's mal. Alright. Alright.
Ich setze die nach unten, ne? Die war nur oben. Wenn sie oben war, haben wir nur runtergesetzt, ne? Was meinst du? Achso, ja, ja, ja. Mhm. Das ist ja jetzt nicht so geil. Ja, ja, Full House hatte ich schon. Full House hatte ich schon. Ich nehme, Oder wie komisch gebogen war dein Daumen gerade, Junge. Ja, okay. Mhm. Ich nehme 4 gleiche. Das ja. 17. Okay. Muss ich ja. Hab ich? Supi. Josen, dann mach mal. Wieso hat Basti einen gelben Fineliner-Griff bereit? Wobei, nee, vergiss die Frage, es ist Basti. Möchtest du eine andere Farbe? Es ist. Kannst du blau machen? Okay, besser ist. Okay, kann weitergehen. Kein Scheiß. Das ist dein Wurf. Achso, 4, 5, 6. Ja, ja, ja. Ich behalte 4, 5, 6 und dann eine 6 und eine 2 nochmal würfeln. Ich gehe auf eine Straße. ja, nochmal die 4 und die 1, bitte. Ich brauche mindestens eine 3. Oder warte, oder soll ich die 4 behalten? Ja, nee, mach mal so, wie du es jetzt hast. Ja! Let's go! Alright, Miniserie, also eine Straße, 30 Punkte, wichtig. Wenn du oben jeweils von jedem 3 schaffst, dann hast du automatisch 63 Punkte. Ich weiß, Bro, ich spiele das seit Rookies. Ich 3 Jahre alt bin. Wir sind nicht von gestern. Ich nehme die. Nee, also noch nicht eintragen, aber ich mach. Arbeite damit weiter. Ja, ist stark. Oh, nee. Der ist rausgefallen. Ey. Real Talk zählt nicht. What the fuck? Also, ich sag, es zählt nicht, aber soll der Chat entscheiden. Mir ist der halt aus dem Becher gefallen. Okay, unabhängig davon, ob ihr auf Basti oder auf mich gesetzt habt, würdet ihr sagen, zählt oder nicht? Aus. Doch klar, ist ja trotzdem random. Ja, okay, dann lassen wir zählen. Ja, okay, zählt. Bruder, was hast du da noch alles liegen? Nichts. Bitte. Digga, ich wäre so pissed gewesen, wenn da ein Kniffel gewesen jetzt. Bitte eine 16 bei 4. Ja, trage ich ein. Ist es nicht mega Arsch, dass nur Basti würfelt? Nein, übelst geil. 1, 2, 3, 4 behalten bitte. Und die 6 einmal würfeln auf eine große Straße. Ich muss mir unbedingt Handschuhe so kaufen. So weiße bitte 5, Handschuhe. Bitte 5. Bitte 5. Oh, ich könnte auch die 4 behalten und nochmal die 3 neu würfeln. Das Ding ist halt, das ist eine 1/6 Chance, um das jetzt zu hitten. Das ist zu risky, Bro. Das kann ich nicht machen. Die 2 Vieren behalten und die 3 nochmal würfeln. Das ist eine größere Chance. Oder die 1 behalten. Ich behalte die 2 Vieren und den Rest würfeln, bitte. Die 2 Vieren behalten? Ja, und die den Rest würfeln. Digga, die Handbewegungen. Ich bin Bro, denkt, er ist im Casino einfach. Oh, okay. 3 Fünfen, yo, also. 15. Boah, das ist lucky, holy shit. Ich möchte mich entschuldigen für diese 8, die ist echt hässlich, Mann. Die ist sehr hässlich. Ich würde, also. Ja, sehr hässlich, sorry. Ich behalte die 5. Die 17 ist falsch. Warum? Oh. Es war 12 und 5. Ist ja, richtig. Das war richtig. Warum ist die 17 falsch? Bei 4 gleiche Chat zählt die 5. auch noch mit dazu. Also es ist quasi 4 mal 3 plus die 5, die er auch noch hatte. Zwei Zweien bitte. Ja, trage ich dir ein. Oh, da kracht es langsam ein bisschen, aber du bist immer noch ein Profit oben. Ja, ich bin jetzt ausgeglichen. Ja. Oh, boah, gehe ich für die Einsen? Eigentlich ist es dumm, für die Einsen zu gehen. Auf der anderen Seite sind schon 2. Ich muss eigentlich, ne? Ich muss eigentlich für die Einsen. Aber eigentlich ist es dumm. Ich könnte auch die 4 behalten oder die 3 behalten. Vielleicht die 3 behalten. Was mache ich im Chat? Ich glaube, ich behalte die 3 und den Rest büffeln. 3 behalten? Die 1 ist eigentlich so ein Safe-Feld, genau, weil es nicht so viele Punkte sind. Oh, ja, die 4 behalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
nein. Bitte mindestens noch eine weitere. Oh Gott. Okay, aber es ist eine sehr, sehr hohe Chance. Das ist 10, 8, 21. Ja, muss ich machen. 21 Chance. Das ist, für die Leute, die es nicht kennen, einfach alle addiert. Ja, so ein Safeness-Feld halt. Ich muss mir, glaube ich, gleich ein Ladekabel holen, Bro. Wir haben noch 5% auf meinem Handy. Oh Gott. Ja. So. Hä? Mann, Junge. Mann, Junge, was, ich hasse dich, wirklich. So eine Scheiße, Digga. Mann, Bro. Gefickt. Ja, komplett. Cold moment. Oh, Mann, ey. Es knallt. Aber warte mal, hast du schon, kleine Straße hast du schon, du brauchst eine große. Jetzt keine 1, keine 6, keine 1, keine 6, keine 1, keine 6. Come on, zwei Drittel Chance, dass du verkackst. Come on. Alright, das ist eine große Serie. 40 Punkte für dich. Was? Das ist saftig. Das ist saftig. Man darf die Würfel, welche rausgelegt wurden, doch nicht einfach wieder reinmachen, oder? Doch, darf man. Ja. Oder habt ihr noch nie Kniffel gespielt, die Loser? Oh, okay. Boah, ich könnte entweder die 3 behalten oder ich behalte 1, 2, 3, 4 und gehe auf eine 5. Boah, das ist schwierig. Ich behalte 1, 2, 3, 4 und gehe auf die 5 für eine volle Straße. Boah, wenn die nicht kommt, bin ich gefickt. Das war dein erster Wurf, ne? Ja. Oh, ja, nochmal. Ansonsten trage ich eine 1 ein. Komm, 5. Ja, eine 1. Boah, das schmerzt. Das schmerzt. Aber es geht noch, es ist noch vollkommen in Ordnung. Denk ans Ladekabel, ne? Ich hab. Okay, wir sind gesaved. Wir sind gesaved, Basti. Sehr gut. Okay. Für was gehst du gerade? Ja, Verzweiflung. Okay, gut. Das stinkt nach einer Chance wahrscheinlich. Könnt ihr Punkte abholen? Ich weiß nicht, was das heißt. Ey, dass ich dann... Mann, dass ich die 5 reinhaue, ist so low. Ich möchte einmal auf eine Chance gehen und das ist eine 22. Eingetragen, Chef. Zettel bitte gerade. Oder ich versuche schon, das ist wirklich ein krasser Hustle hier. Bitte. Oh, Alter, ach du Scheiße. Alter, gehe ich auf die 3 Einsen, hoffen, dass ich einen Kniffel bekomme und wenn er nicht kommt, ihn streichen. Ich glaube, besser kommt's nicht, oder? Oder ich reroll komplett nochmal alles. Es könnte auch, wenn noch einer kommt, dann könnte ich wenigstens ein Quartett abhaken, zwar mit wenig Punkten, aber es würde gehen. Mann, Junge, du fuckst so ab. Ich gehe fürs Risiko, Bro. Behalt die Einser. Wir gamblen. Gamba. Oh, wie viele Einsen waren da? Drei Stück. Sorry. Nicht schlimm. Schlechtester Dealer EU. Oder stell dir vor, du gehst Casino und der Typ hat so Übungen mit seinem komischen Pumpding da und verkackt dann die Würfel draußen zu lassen. Ja, nochmal die 3 und die 4, bitte. Ja, ich streich den Kniffel. Muss ich ja. Ja, ich zocke.
Hat er den Stift in der Nase? Hattest du gerade den Stift in der Nase, Kevin? Drei Zweien brauchst du ja gar nicht. Okay, machst du die Dreier? Kniffel. Achso, ich hab noch nicht. Ja, dann drei nee, gleiche. Hier. Drei gleiche, dann 13, ja. Scheiße, ich hätte die Fresse halten sollen. Wait, warte, was war da? War 13. Ich 5, 1? Ne, 6, 1, 3, 2. Dreimal die 2. 6, 6 okay. Durch. Ja, 2, 2, 2, 6, 1. Was war 13, ne? Ja. Ja, Kniffel ist 5 gleich. Ich denke, das weiß ich da, oder? Oder crazy, dass das Leute nicht wissen. Ja, ne? Das ist peinlich, Leute. Der brennt nochmal. Fiete, mein Bester. Danke hey, für den Raid. Hey, ist schlecht für die Lunge, aber raucht trotzdem 10 Dankeschön. Am Tag. Hoffe, warum schreibst du das hier rein? Das ist voll out of Alicia, topic danke gerade. Dir. Willum. Elso. Alright, weiter geht's. Ja. Yeah. Erster Wurf. Oh, 3 Fünfen. Ja, die brauche ich eigentlich nicht. Aber ich könnte nochmal auf ein Quartett gehen. Ja, muss ich machen. 3 Fünfen behalten, 4 und 2. Bitte, ja. Bitte eine 5. Bitte mindestens eine 5. Bitte mindestens eine 5. Oh, jetzt knallt's. Oh, jetzt knallt's. Alter Schwede. Okay, jetzt knallt's. Ja, nochmal. Nochmal 3 und 6. Bitte eine 5. Bitte eine 5. Bitte eine 5. Bitte eine 5. Come on. Das Ding ist, ich kann oben die 2 4. Ich kann oben die 2 4 nicht eintragen, das geht nicht. Dann komme ich nicht mehr auf meinen Bonus. Ich muss, glaube ich, Quartett streichen. Oh, ja, ich muss Quartett streichen. 2 4er, ne, guck mal, Jeff, wenn ich 2 4er nehme, hier oben fehlt mir gerade sozusagen, ich muss auf 63 hier oben kommen. Hier fehlt mir gerade schon, man muss quasi bei jedem 3 haben. Mir fehlen gerade schon 3 Punkte sozusagen, die ich dann hier bei denen aufholen muss. Das heißt, ich muss jetzt schon 4 Dreier und 3 Vierer oder 4 Vierer und 3 Dreier bekommen mindestens. Wenn ich jetzt 2 Vierer eintrage, ist over. Dann ist over. Ich glaube, ich muss Quartett streichen. Oh, das ist bitter. Oh, das ist sehr, 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 sehr bitter. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das Ding ist over, Chat. Außer Basti scheißt oben richtig rein und ich gewinne oben. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Oh, der eine, Alter, der eine wurde da nochmal gedreht. Ich sag ehrlich, Rewürfel. Ja, okay, ich kann's behalten. Dicker. Der Profi drin. Bruder, du bist wie so dieser eine komische Onkel, der jetzt irgendwie als neues Hobby Zauberer hat und immer so einen Blumenstrauß irgendwo herzaubert, Digga. 3-6 bitte. Ja, komm. Hab ich dir eingetragen? So voll nach Weihnachten, als ich so Weihnachtsgeld bekomme, ich bin so 12 und muss das so zeigen. So. Eins, zwei, drei, vier behalten. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Holy shit. 5. Oh mein Gott, bitte, ich brauche eine 5, sonst ist das Ding durch. Soll ich nochmal schütteln? Nein. Oh mein Gott, over. It's over, it's over. Ich hab zwei Dreien. Ja, das ist gut. Dann fehlt mir noch eine 3, dann müsste ich einen Pasch machen. Ich müsste einen Kniffel machen mit. Ich bräuchte 5 Vieren, um oben noch zu saven, wenn ich es eintrage. Große Straße hat ja, ich hätte vielleicht schwer. Die Vierer behalten sollen, aber Bro, die Straße ist so wichtig, die bringt 40 Punkte, Leute. Ich muss oben streichen, beziehungsweise oben die 2 Dreien eintragen. Oh, scheiße. Oh, die 6 ist echt übertrieben hässlich, holy shit. Ich muss jetzt 5 Vieren bekommen, Alter, und eine Straße, sonst habe ich verkackt. Das Ding ist durch. Und ich habe halt immer noch meinen Kniffel und ich muss 3 Fünfen an sich nur hitten, um einfach den Bonus zu bekommen. Bitte, Alter, keine 3 Fünfen wäre so fucking hart. Ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Jetzt bitte, 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 bitte. Bitte, 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 keine 2 Fünfen. Ja! Einmal bitte Kniffel streichen. Kniffel streichen. Ich habe es triggert, dass ich jetzt jedes in eine andere Richtung gemacht habe. Wow. Ich hoffe, das fuckt euch richtig böse ab, alle. Neu.
Mach mal ein paar Vieren, Bruder. Bitte ein paar Vieren. Du brauchst wie viel nochmal? Vier oder fünf? Ich brauche fünf Vieren oder 1, 2, 3, 4, 5. Oder 2, 3, 4, 5, 6. Oh mein Gott, das ist der Bruch. ist das krass. Das ist der Bruch. Kannst auf Toxic einfach mal gucken, ob der Kniffel gekommen wäre. Ich will eh danach alle neu würfeln. Warte. Ja, doch, mach. Ja. Okay, würfel nochmal. Aber es ist nur für... Ja, okay. Ja, ich würde alle würfeln nochmal. Alle nochmal würfeln. Das sind alle Zahlen außer die 4. Ja, dann muss ich jetzt behalten 2, 3, 5, 6 und dann auf die 4 gehen, oder? Oder, ja, oder 1, 2, 3, 5 und die auf die 4 gehen, ist egal. Was soll ja, weg? Dann würfel die 1. Oh, bitte jetzt eine 4, bitte jetzt eine 4. Eine 4 wäre so ein Gamechanger. Bitte eine 4, Basti, mach eine 4, bitte. Soll ich nochmal schütteln? Nein. No, fuck! Schüttel noch einmal, geh nochmal mit dem Hut drauf und schüttel einmal, ich will es sehen auf Toxic. Na gut. Ist gut. Ja, okay, Bruder, er denkt, er ist jetzt hier irgendwie bei Tomary Video Würfeln beibringen, dass man immer die Zahl bekommt, die man will. Alright, let's go. Okay, ich muss Maxi-Serie streichen. Oh, Junge, das knallt. Obwohl, nee, eigentlich muss ich oben streichen, oder? Unten gibt's 40 Punkte zu holen, oben nur noch 35. Nee. Ja, unten. 35 plus unten. Halt. Ja, genau. Aber ja. Ja, es ist, glaube ich, pretty much GG. Boah, okay, Basti darf jetzt keine 3 Fünfen bekommen. Dann wäre die Chance zu gewinnen noch mal ein Stück größer, Leute. Und dann muss ich 5 Vieren würfeln. Das ist die einzige Chance zu gewinnen. Wenn du 3 Sekunden durchredest, wird die Musik pausiert? What the fuck? Ja, trag eine 5 ein. Okay. Sehr wichtig. Alright, Basti, jetzt würfel 5 Vieren bitte. Come on. Ladies and Gentlemen. Ja, top. Ja, die 4 behalten. Ach, Digga. Ja, na, komm. Ja, 8. Ey, ich meine, für die Leute, die nicht checken, wie ich gerade schreibe, ich muss hier um, seht ihr das nicht? Ich muss hier um das Glas rumschreiben. Digga, das ist die Halterung für die Kamera. Wie soll ich das sonst machen? Okay, gut, dann rechne ich mal aus. Also, machst du für dich, ich mach für mich? Ja. Ich hab unten 80, 101 habe ich unten. Ich 147. 200 Punkte habe ich insgesamt. GG. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Alright, GG, nächstes Game. Sollen wir nur amerikanisches eBay oder auch deutsches eBay machen? Also wir müssen entweder oder machen. Deutsches, nur deutsches. Okay. So, dann Startplayer 2. Ist es schon drin, ja, ne? Yes. Okay, Autostart mache ich mal aus. Auto Next Round. Sollen wir Auto Next Round ausmachen? Dann müssen wir selber einfach nächste Runde machen. Ja, lass automatisch. Sachen nochmal angucken. Ja, ist cooler. Guest Duration. Wie lange soll eine Runde gehen? 25 Sekunden. Haben wir 30 Sekunden. Ja. Ja, weil wenn wir beide drin haben, geht's eh weiter. Joker 0. Wie viele Runden? 30, können auch 50. Ist halt ein kompletter Lass Punkt. 30 machen. 30 ist gut. Okay, man sieht neuerdings auch, wo die Sachen herkommen und wie teuer der Versand ist. Sollen wir das wegmachen? Ja. Okay, dann sieht man nur Condition. Ja, muss schnell machen, der Dings, der läuft da oben. Nee, Autostar ist eigentlich aus. Okay. Okay, dann let's go. Alright. Ja, perfekt. Boah, es geht voll schnell oben, oder? Alter, wo muss man hier? Enter your guess. Ja, oh mein Gott. Ja, das sind aber 30 Sekunden eigentlich. Das hat nicht gespeichert, oh mein Gott. Ja, dann machen wir mal neu. Alright, also, wir müssen erraten, wie teuer die Sachen sind. Wer nach 30, also es gibt 30 Items, wer insgesamt mehr Punkte hat oder näher dran ist, gewinnt. Hier steht immer die Condition, ist gebraucht jetzt in dem Fall. Good luck, Bro. Good luck, Bro. Boah, ich kann es gar nicht einschätzen. Boah, okay. Digga, dass wir beide 119, 120, ja, das ist viel. Alter, ein Tausi. Ja, das ist, ja, Instrumente sind teuer. Ja, hier rechts oben steht nichts eigentlich, Chat, aber ich kann gerne hier hingehen oder so. Boah. Mhm. Neu ohne Etikett. Ich sag diesen.
60 Euro. Mhm. Okay, Basti war ein bisschen näher dran. Basti hat 40 Euro gemacht. Okay. Oh, was ist denn das genau? Ist das so einfach so Farb zum Malen oder wie? Ja, ich mach den hier, oder? Mhm. Ich glaube, das hier ist der Klassiker. Ja. Ah, okay, Basti, slidey näher dran. Ne? Okay, du hast aktuell insgesamt 155 und ich habe 123. Ja, aber das ist noch nicht. Das müssen die unbedingt noch mal ein bisschen übersichtlicher machen hier. Das ist halt gefühlt, also. Bisschen Quatschi. Was zum F ist das, Bro? Mhm. Benjo, danke dir. Ich sag auch bei aller Liebe. Also, wenn es über dem hier ist, dann weiß ich nicht. Ja, okay. Nee, 86 Punkte, damit bin ich auf Platz 1, ladies and gentlemen. Alles aber keine großen Dinger. Das ist so ein Halter für so einen Vogelbauer, wo du so den Wasserspender ranmachst. Ich check's gerade nicht. Was meinst du? Wo du es an den Gitter so fest... Oder? Nein, also du hast doch so einen Wassertank bei einem Vogelkäfig an den Gittern. Mm. Und da machst du das Ding dann so ran. Ah, check. Keine Ahnung, Bro. So einer. Ja. Okay, ich bin ein bisschen näher dran, 10 Punkte mehr. Hier seht ihr die Punkte, Chat. Hier, das hier sind die insgesamt Punkte, die wir haben. Und das hier sind die, die wir zubekommen haben in der Runde. Alter, was ist das, ein Dübel oder so? Nein, das ist kein Dübel. Boah, ich weiß nicht, ob ich mega günstig oder mega teuer gehen soll. Mhm. Ah, scheiße. Ja, wichtige Pünktchen. Digga, aber mittlerweile, das ist jetzt aktuell nur so eine... Es gibt auch keinen krassen Fail oder irgendein... Mhm. Ja, bis jetzt ist, also, das sind alles Egalpunkte, die wir gerade machen, Chat. Man kann mit einer Runde, glaube ich, 1000 Punkte oder so holen. Boah, Alter, keine Ahnung. Mhm. Naja, okay, ich bin einzeln, wow. Bin die ganze Zeit, wir kriegen beide null. Boah, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ah, okay, 100 ist das Maximum jetzt. Das haben die geändert. Oh, Basti hat spot on 1999. Alter. Boah, das kracht. Alter, jetzt geht's los. Streaming Setup. BM 800. DJ Basti. DJ, come on. Immer beim Keyword im Unterricht. Ja. Ja, ja. Come on. Digga, Beste. Ich weiß gar nicht, ob die Kids das heute noch machen müssen, Digga. Ja, ich glaube nicht, dass die Schulen jetzt alle neue Keyboards gekauft haben, checkst du? Yo, Digga, ein Wuffi, Bro, Alter. V8, Song. Come on, Bro. Intelligente Geräuschereduzierung. Ja, Bro, yeah, da... Yeah. DJ. 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 Okay, let's go. Boah, Alter, der Makita-Schleifer, Junge. Oder was ist das, The Flex oder so? Schleifer. Michi, komm mal rum. Eine Flex ist ein Schleifer, oder? Ja, aber klingt halt ein bisschen, sagt... Also, ja, okay. Klingt, als würdest du... Boah, ich weiß nicht. So irgendwie. Nehm ich. 32 Punkte mehr als Basti. Nehm ich. Oh, hi, wir sind bei über der Hälfte. Ich hätte mehr, ich wollte erst was mit 100 tippen. Alter, da ist ein Hai drauf. Bro, bei aller Liebe. Guck mal, ich kann jetzt... mehr, das kann's nicht sein. Nee, ich geh noch runter so. Bro, bei aller Liebe, ne, wenn ich das... Jawoll! Oh mein Gott, ich hatte 4,99, ich kleiner... Digga, das Ding wird für 4,54 Shipping Price. Digga, das holst du dir da. Mal entspannt für 35 Cent. Die Jennings S Aquarium Punkt angenehmer. Der Shipping Price ist fast so teuer wie das Scheißding selber. Was eine Scheiße. Boah. Der, diese langen. Ja, moin, beide 0. Mein Gott, ich hatte gerade vorher 10, Alter. Da wollte ich 9 eintippen. Bruder, keine Ahnung. Ja! Achso, da sind ja noch da links. Die Dinge habe ich gar nicht gesehen, Bruder. Das ist hier irgendwie Set, um irgendwie, weiß ich nicht, einen Briefkasten noch zu sprengen. Ja, Bro, warte mal, wie kannst du denn links übersehen und nur nach rechts? Ja, gucken? I don't know. Ich habe nur die Widerstände gesehen. Hä? Jetzt geht's los, Alter. Jetzt sind wir bei der Thematik. Na komm. Ja, hier, ich mach ihn.
Tschüss. Der Sammler. GG, jo, 1,08 €. Das sind alte so Streichholzdinger. Für 15 Euro. Tschüss. Wer ist denn jetzt hier? Das ist doch Messi. Digga, einfach Kevin dachte damals, dass Messi, dass einfach, er hat einfach Salah, Mohamed Salah hat er einfach mit Messi verwechselt. Wir sehen eine Werbung, Pepsi-Werbung. Ah ja, du hast genau zu ihm gesagt, dass er Messi ist. Du dachtest, das ist Messi, Bro. Oh, mein Bruder, ich wusste nicht, wie der aussieht. Jetzt mach ich diese. 1,20, Digga. Ich wusste nicht, als ob jeder weiß, wie Messi aussieht, Bro. Ja, er sieht aus wie Mohamed Salah, Bro. Digga, das sind zwei... Also das hör auf, das so auszusprechen, Digga. Bro, weil Lionel Messi ganz anders ist. Ganz anders. Ja, ich wusste nicht. Was ist denn das? Tüch, auf einmal ganze Zimmer, Digga. Was geht jetzt ab? Ikea, eine Übernachtung oder was? Bruder, auf einmal Airbnb, Alter. Ja, worum geht es? Worum geht es? Ich weiß es nicht, Bro. Worum geht es? Ich mach so. Ja, ach so. Ja, ich muss auf irgendwas gehen. Keine Ahnung, was da 100 Euro kosten soll. Aber ja, natürlich, es gibt jetzt auch Sinn, der Schrank mit dem Bett und so, dass es mehr ist. Ja, also bei aller Liebe, also wenn es teurer ist als das, Digga, dann weiß ja, ich. Ja, ach, Digga, ja, Ach so, Digga, ja, genau richtig, oder? Das ist mein Blutschlüssel. Was soll das heißen? Was geht aus dem Blutschlüssel? Boah, Digga. Junge, Vakuum, Alter, was geht ist jetzt ab? Ist das ein Scheißbild? Das ist übel das Scheißbild. Boah, ich sag sowas. Ich geh auf dumm. Ah, 7 Punkte mehr als Basti. Ja, cool. Digga, Phono, wo? Ich schreib nichts groß. Ja, ich will 2K. Vorverstärker High-End, 2K, Digga. Ich will 2K ja, haben, aber schreib im Titel nichts groß. Ja, Zürich, was ist jetzt auf einmal? Ein Strohhalm oder was? Was ist das? Mann, Digga. Bruder, ich hab keine Ahnung, Basti. Ja, wichtige 30 Punkte. Okay, the dream is possible. Ich muss jetzt eine Runde richtig reinhauen. Ein Akupunkturstift. Sorry. Boah, Basti ist 140 Punkte vorne, Alter. Das ist nearly impossible. 100 ist Maximalwert, ne? Züch, wer ist er? Digga, jetzt Sammlerstück. Sammlerstück, er will 4000 Euro dafür. Ja, ja, ja. Ja, it's over. Das over. Ein guter Phono-Vorverstärker kostet gut und gerne 10k Euro neu. Ja, aber Leute, trotzdem kannst du doch, wenn du den auf eBay stellst, trotzdem einfach jetzt ein bisschen schöner das Bild machen, wenn du dafür 2k haben willst und mal was schreiben. Alter, wer ist denn er, Junge? Auf einmal hier Harry Potter oder so, was ist das? Mann, Bro, wahrscheinlich hatte Harry Potter das an. Wahrscheinlich ja, hat er das an. Hermine, wir gehen heute noch ins Steakhouse. Hast du meine Schürze? Ich will mich richtig einsauen heute. Ron, Dickerchen, hast du das gute Messer dabei, ja? Ach, 6,80 €, Digga, wer hat das zusammengebaut, Junge? Meine Mutter, was ist das, 6,80 €? Digga, Harry Potter, man, das macht sich seitenfrisch. Professional Hair Cloth. Clove Salon Barber Cape Cover Hairdressing A Prawn Haircut KY4. Mann, Junge, also die Produkte sind so scheiße heute. Ja, Bruder, keine Ahnung, 3,99 €. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau richtig. Ja, 2 €, perfekt. Cool, danke nochmal für den einen Punkt, optimal. Ja, GG, du hast gewonnen, Bro. Ey, Mann, scheiße. We are the champions. Okay, wir müssen jetzt, also du weißt, wie es funktioniert, ne? Ja. Wir spielen 3 Runden, das ist das letzte f***ing Game. Und das entscheidet, wer von uns 200 Subgifts bekommt. Krank. Wir spielen ein BO3, aber wir können auch ein BO5 spielen, wenn du möchtest. Und es geht darum, von einem Wikipedia-Beitrag zum anderen zu kommen. Man darf nicht STRG F benutzen, um halt zu suchen oder sowas. Ja. Also hier, ne, dieses Suchemäßige. Das darf man nicht verwenden. Man darf nicht die Dinge an der Seite nehmen. Man darf nicht zurückgehen mit den Pfeiltasten, also im Browser irgendwo. Ja. Man darf auch nicht auf Start. Man darf nur über die blauen Links auf den, auf den Post rüber dingsen, you know? Jo. Boah, sag mal ein Wort. Sag mal eine Person oder so, von der wir anfangen. Eine Person. Joey Kelly. Joey Kelly, schreibt einer. Wir können bei Joey Kelly anfangen. Okay. Und wir müssen zu Minecraft. Nicht wieder dasselbe, nicht wieder Minecraft. Okay, wollen wir von Joey Kelly zu Petersilie machen? Von Joey Kelly zu Petersilie, alright, können wir machen. Okay, das wird richtig lange dauern. Mal gucken. Ja. 3, 2, 1, go!
Okay, Petersilie. Ich habe mir überlegt, eventuell irgendwie auf Kochsendungen. Und dann irgendwie auf Kochen. Fernsehgarten, Pfingsten. Okay, da muss irgendein Koch dabei gewesen sein. Okay, irgendwie hat nie ein Böser gekocht. Nie ein. Okay, wir müssen zu Detlef die Soße. Wir müssen zurück wieder auf den Fernsehsender. Schlag den Star und jetzt irgendwie grill den zu Hensler irgendwie. Wir müssen zu Hensler kommen. Steffen Emmer, Busbecker. Hier ist wieder Joey Kelly. Ich mach das viel zu langsam, ne? Tim Melzer. Koch. Boah, Digga, jetzt muss ich aber Kochexperte sein gefühlen. Französische Küche. Olivenöl, Knoblauch. Ich gehe auf Knoblauch und dann auf Gewürze, glaube ich. Wobei Petersilie ist ja kein Gewürz. Ich hätte auf Kräuter gehen sollen. Safran. Gewürzpflanze. Basilikum, Bärlauch. Dill, Eber. LMN. Oh mein Gott, scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Promi-Boxen, Tim Melzer, Digga. Ich war so stuck, Alter. Ich war bei Kräuter irgendwo. Oh, alright, 1-0 für dich, Bro. Also BO5, ne, hatten wir gesagt? Best of 5, ja, also, wer jetzt als 3 Punkte hat. Okay. Scheiße, ich hab Lobbycode gelinkt, wir müssen einmal neu lobbyen machen. Ja. Wo warst du? Wo bist du stehen geblieben? Ich bin über Kräuter gegangen, Bro. Es war so über Film. Ich wollte so irgendwie über. Ich bin über China irgendwie gegangen, Alter. Und dann war ich irgendwie bei Tee, Alter. Und dann war ich da, war da Kräuter. Und ich dachte so, fuck ja, Kräuter. Und dann war da aber nur so Matcha und so ein Scheiß. Ja. Ja, über doch. Lass Real Talk mit Fiete starten. Mit Fiete ab. Ja, ja. Gibt's den? Ja, gibt es. Okay, ja. Fiete ab. Und wohin? Ey, warte, bist du Gothic Crimson? Ja, das bin ich. Ich hab den Code nicht gezeigt. Okay. Ja, ja, scheißegal, ja. Wollen wir von Fiete ab zu iPhone? Boah, ich glaube, das geht zu schnell. Okay, wir können von Fiete ab zu Europapark. Wir können von Fiete ab zu Barbie, finde ich auch geil. Zu Barbie. Können wir machen, ja. Okay. Also, ich starte mal das Game, wir fangen aber ja, nicht hier an. Genau. Da ist er. Okay. Also, da ist er, Freunde. Jan Fiete ab, alright, falls ihr nicht kennt, ist ein Fußballspieler, der mal beim HSV gespielt hat und jetzt bei Kiel spielt. Und der hat irgendwann mal Bastian geschrieben, dass er seine Videos feiert. Und jetzt zocken die manchmal zusammen, ist crazy shit. Geiler Typ. Und ja, Shoutout. Und wir müssen von Fiete ab zu Barbie kommen. Zieh gerne runter, dann geht's los. Alright, 3, 2, 1, go. Okay, wir müssen irgendwie auf Spielzeug. Wir müssen irgendwie Deutsche Meisterschaft und irgendwie, ich glaube, wir müssen auf einen Sponsor kommen. Wir müssten zum Beispiel bei Mainz oder wer hatte nochmal das Playmobil-Stadion? Playmobil-Stadion war Frauen-Bundesliga, Fußballfrauen, Deutscher Meister, DFB-Pokersieger, nee. Bundesliga, jetzt auf Mainz. Oder warte, das war nicht Mainz. Das war zweite Liga. Ich brauche einen Zweitligisten HSV. Ist das Fürth gewesen? Zweite Bundesliga. Wo ist zweite Bundesliga? Kräuter Fürth.
Stadion. Trikotsponsor, Easy Credit. Quelle, das könnte man eigentlich auch probieren. Hey, was ist das für Musik? Namenssponsoring. Playmobil? Spielzeug? Hier muss es irgendwo sein. Puppen. Gameboy-Spielkonsole. Puppenhaus. Barbie. Puppen. Matroschka. Das ist spooky. Boom! Alter, wie bist du auf Spielzeug gekommen? FC Bayern, Digga, wie bist du von Sportpark Ronhof auf Playmobil? Das Stadion hieß früher Playmobil-Stadion. Digga, sag mir nicht, das wusstest du. Na, das wusstest du nicht. Ich wusste das. Oder wie er macht. Er wollte das die ganze Zeit nicht spielen, dieser... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro, ich war so stuck, Alter. Ich war bei Kinder, ich war doch irgendwie auf Spielzeug. Oh mein Gott. Okay, wir fangen an bei Albert Einstein. Ja. Und wir müssen zu Nintendo Dogs. Aber das ist wieder so ein Spiel, das ist nicht so geil. Ja, aber Albert Einstein ist gut. Albert Einstein zu Twitch. Ja, können wir machen. Okay. Du musst noch links. Link. Wenn du die Runde gewinnst, dann hast du alles gewonnen. Ja. Boah. Was ist das Ziel nochmal? Twitch. Twitch, ja. 3, 2, 1, go. Okay, wir müssen irgendwie, ich habe keine Ahnung. Irgendwas müssen wir versuchen. Zürich, warte mal, was ist ein großer Streamer? Wir sind halt jetzt hier voll viel im Weltkrieg. Dann auch später erst geflohen nach New York. Maybe einfach mal über Berlin und dann irgendwie Berlin und dann CDU Rezo. Gibt's da was? CDU. Wahrscheinlich nicht, ne? Das müsste ja, Bro, wenn Rezo da Wikipedia, ne, das glaube ich nicht, ne? Ich gehe mal ein bisschen auf. Ja, Rezo kann ich knicken. Wie komme ich jetzt vom Deutschen Bundestag da irgendwo hin? Berlin Moabit. Nee, das ist gerade ein bisschen. Mal irgendwas versuchen. 1984. Ich muss, glaube ich, auf Wirtschaft. Wirtschaft und dann Amazon oder so. Ah, das hat Kevin. Kann ich hier, da kann ich, da darf ich nicht rauf, oder? Unternehmer. Unternehmen. Ja, würde jetzt einfach nicht große Beispiele sein, oder? Ja, Adam Cook. Größten Unternehmen in Vereinigten Staaten. Amazon. Online-Versandhändler. Jetzt noch auf Twitch. Prime Video, Streaming,
Danke, Livestreaming. Justin TV, Twitch. Hab's. GG! GG! Du bist gemutet. Digga, wo ist bitte bei Livestreaming? Wo ist da Justin TV, Digga? Oh mein Gott, Livestreaming und Livestream ist was anderes. Oder was? Wie hieß das, wo ich war, Chat? Ich hatte nicht Livestreaming, ich hatte irgendwas anderes. Aber warte, dann warst du ja dann auch ultra nah die ganze Zeit. Oh mein Gott, ich war so nah. Ich war sehr spät erst auf Amazon und so, ne? Ich hab erst ganz merkwürdig überzogen. Ja, ich hab Amazon gar nicht, Bruder. Ich war bei Livestream, Digga. Digga, das ist viel zu spät dafür. Es ist 3 Uhr. Boah, ich war so hektisch und unkonzentriert. Alter, ich hab das so gechoked. Digga, ich hab wirklich, ich war so angespannt. Oh mein Gott. Aber das ist geiler. Das ist geil. Wir müssen Victory Race häufiger machen. Das war ein super Abschluss für 2023, Kevin. Wir haben so viele geile Streams gehabt. Und das war eine absolut erfolgreiche Olympiade, würde ich mal wieder sagen. Sollte euch das Ganze gefallen haben, lasst doch mal ein Like da. Guckt euch mal den traurigen Kevin da an. Lasst mal für ihn ein Like da. Abonniert beide Kanäle, um keine weiteren wunderbaren Olympiaden zu verpassen. Und schreibt gerne in die Kommentare, welches Game euch hier in der Olympiade heute am besten gefallen hat. Und dann sehen wir uns in 2024 wieder im nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ta-ta-ta-ta. Noch nie hat mich ein Ciao, Ciao, Ciao so getriggert, Digga, what the fuck.